Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Fire. Und jetzt geht es scheinbar in die Eiszeit. Wobei, dort sieht es auch so ein bisschen aus wie Wüste. Mal schauen, wo es hingehen wird. Wir lassen uns überraschen. Also, auf geht's. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es lädt und wir sind in der Eiszeit. Ja, wir sind in der Eiszeit. Hier sind auf jeden Fall ein paar komische Gestalten. Pinguine vielleicht? Hier hinten sind Pinguine? Ansonsten sehe ich noch gerade nichts. Hier oben ist unser kleiner Glühwürmchen. Scheint, als wenn er eingefroren ist. Okay. Ich gehe da mal von aus, dass wir ihn auftauen müssen. Ich habe hier komische Schneeflocken. Okay. Gehen wir erstmal gucken. Hier weiß er nicht, was er machen soll. Hier weiß er auch nicht, was er machen soll. War irgendwie logisch. Ja, ich glaube, es bleibt bloß über hier, die hier zu benutzen vielleicht. Okay. Okay. Vielleicht auf eine Höhe bringen? Bin mir nicht ganz sicher. Oh, okay. Hier war eine Sonne versteckt. Alles klar. Was ist das hier für ein komischer Thron? Ich würde mal sagen, den haben wir freigeschaltet. Also, gehen wir mal rauf. Nehmen Platz. Okay. Gehen wir mal da. Ah! Oh, cool. Eine Zeitmaschine? Ja, eine Zeitmaschine. Okay. Ah, okay. Das ist Eiszeit. Das hier sieht mir wie eine prähistorische Zeit aus. Hier ist ein Coin. Ach, okay. Das ist immer dasselbe Level. Hier war, glaube ich, gerade der Krater mit den zwei Kreaturen. Die können wir auch andrücken. Oh. Ach, jetzt haben wir die Zeit wahrscheinlich verändert. Und alles, was wir hier ändern, ändert sich dann auch in dieser Eiszeit. Beziehungsweise, ja, je nachdem, was das für eine Zeit gleich ist. Vielleicht ist das ja die Neuzeit oder so. Stimmt, hier war ein Baum. Mal ganz kurz gucken. Ah, okay, jetzt ist der Baum hier. Das heißt, wenn wir jetzt in die Eiszeit kommen, dann müsste theoretisch der Baum wahrscheinlich an dieser Position sein. Mal gucken. Ist out. Oh mein Gott. Was ist denn aus diesem Äffchen geworden? Beziehungsweise aus diesen Monstern geworden? Ist ein Äffchen? Ein Yeti vielleicht? Ein Yeti. Okay. Eis? Können wir da vielleicht das Licht mitbrechen? Dass sozusagen die Lichtstrahlen vielleicht dann später hier das Ding hier erwärmen? Könnte ich mir vorstellen. Wir gehen mal in die dritte Zeit. Wir haben noch eine andere Zeitebene. Mal schauen, was wir hier haben. Oh mein Gott, die Titanic geht unter. Ein Eisberg. Okay, was haben wir hier? Entschuldigung, musste gerade ein wenig husten. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Coin. Hier haben wir etwas. Ich weiß ja nicht, was er damit anfangen soll. Hier hinten ist eine Glasflasche. Oh, da will er ran. Kommt er aber noch nicht. Hier haben wir den Baum mit einem Würmchen. Nehme ich mir nochmal das Würmchen hier weg. Kann ich es vielleicht in den See tun? Kann ich mir vielleicht da fließend die Flasche mitholen? Nein, kann ich alles nicht. Ich schätze mal, das Würmchen, da es ja verschiedene Zeitperioden übernimmt, können wir es hier vielleicht wieder aussetzen, also in der prähistorischen Zeit. War ja gerade schon auf dem Baum. Vielleicht hier rein?
Oh yeah. Und wenn wir jetzt in die Eiszeit gehen, was haben wir denn davon? Viel herum experimentieren. Dann haben wir hier einen Schmetterling. Einen Schmetterling. Okay. Was auch immer wir mit einem Schmetterling sollen. Hier mal in diese Historie. Mal schauen, was wir jetzt hier haben. Oh, ein Tornado. Oh, okay. Der Tornado hat uns die Glasflasche gebracht. Okay. Eine Glasflasche. Ah, okay. Zurück in die Eiszeit. Zurück in die Eiszeit. Halt, Moment. Und zwar dem Äffchen hier. Können wir dem die Flasche geben? Nee. Ah, okay. okay. Ich habe gerade die Ideen. Also mit der Glasflasche kann man doch normalerweise eigentlich bedenken, dass man da das Licht mitbrechen kann. So, wenn wir das Ganze nochmal wieder zurückverwandeln, das Monsterchen. Jetzt nochmal in die Eiszeit vielleicht gehen. Und dem hier vielleicht die Flasche geben. Sieht gut aus. Jetzt wieder zurück. Einen Augenblick. Es müsste doch eigentlich klappen, oder? Okay, wenn wir die jetzt wieder zurückverwandeln. Aha. Und wieder zurück in die Eiszeit gehen. Dann müssten wir das doch eigentlich schmelzen. War es das schon? War es das vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Es war soweit, bloß das Problem ist, wir kommen da noch nicht ran. Was auch erklären würde, warum wir hier das Eis haben. Schwierig. Wir haben es gelöst, dass wir das Ding hier freigesetzt bekommen. Bloß wie kriegen wir es da jetzt runter? Also irgendwas hat mit diesem Eisblock noch zu tun. Halt, Moment. Wenn wir den Baum hier hinbringen. Wenn wir ihn da hinbringen. Bringt uns das was? Komme ich hier an den Schmetterling oder an den Baum ran? Nee. Ich gehe davon aus, dass wir den hier hinbringen müssten, weil wir irgendwas mit dem Schmetterling wahrscheinlich machen müssen. Ein Augenblick. Was haben wir dann jetzt noch hier auf dieser Ebene? Ich guck mal ganz kurz erstmal mit der Leertaste. Hier haben wir auch noch was. Kann aber noch nichts mit anfangen. Was ist das, ein Geysir? Könnte vielleicht ein Geysir sein. Sieht auf jeden Fall aus, als wenn er warm ist. Wärme wäre ja gut. Frage ist nur, wie können wir den irgendwie dahin bringen? Ich muss wahrscheinlich aus der Zeit irgendwas mitnehmen. Ich gehe mal ganz kurz in die Neuzeit. Was haben wir denn noch in der Neuzeit, was wir vielleicht benutzen könnten? Der Tornado. Das ist doch eigentlich eine geniale Idee, wenn wir den in der Eiszeit, glaube ich, hätten. Dafür... Aber wie ist der Tornado überhaupt hierher gekommen? Können wir den überhaupt mitnehmen? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall hier noch was. Wasser. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich aber nochmal die Flasche, glaube ich. Lass mich mal überlegen. Also, folgendermaßen. Das Ding nochmal her. Das nochmal trennen. Da
dann nochmal zurückreisen und mir die Flasche holen. Ich hoffe, ich krieg sie. Mal gucken. Ja, ich kann sie mir nochmal wiederholen. Okay. Neuzeit. Dann hole ich mir das Wasser. Hoffe ich zumindest. Oh, das Rätsel mit diesen, also mit diesen Zeitebenen ist schon gewagt. Man muss sich immer überlegen, wie ist gerade die Auswirkung in der nächsten Zeit. So, ich habe jetzt Wasser. Kann ich das eventuell... Oh, ich kann es erhitzen. Okay, was heißt, wenn ich jetzt schnell in die Eiszeit zurückkehre? Kann ich vielleicht diesen Busch hier wieder freilegen? Sieht gut aus. Okay, kann ich vielleicht den Schmetterling in die Flasche? Nee, ich kann ihn nur so transportieren. Wenn ich jetzt nochmal in die Neuzeit gehe. Guck, was da passiert. Vielleicht kann ich da irgendwie... Aber das bringt mir ja mit dem Schmetterling eher nichts. Nee, das bringt hier mit dem Schmetterling überhaupt nichts. Vielleicht in der Steinzeit. In der Ursuppenzeit eher, besser gesagt. Vielleicht können wir hier was anstellen mit dem Schmetterling. Ich weiß nicht. Oh. Oh, okay. Oh! Böser Schmetterling! Frisst uns einfach den Wurm auf. Okay. Was hat das jetzt für Auswirkungen in der normalen Zeit? Aber warte mal ganz kurz. Halt. Aus diesem Wurm wurde doch der Schmetterling. Jetzt haben wir den Schmetterling aus der alten Zeit in die... Nee, aus der neuen Zeit in die alte Zeit gebracht. Und er hat sich selbst gefressen. Kann der Schmetterling dann noch entstehen? Oh, ist so ein bisschen die Zeittheorie. Bin mir da nicht so ganz so sicher. Ob das logisch ist. Oh, okay. Aus dem Schmetterling wurde über die Zeit dieser Tornado, was nicht so ganz so logisch ist. Aber der Tornado hat den Glühwurm runtergeschmissen. Und theoretisch können wir jetzt, zack, in die nächste Stage. Yeah! Perfekt. Ich denke mal, das war's von der heutigen Folge. Und oh, guckt einmal, da ist das Feuer. Ist es schon das letzte Level? Ich dachte, das wäre vielleicht noch unterteilt. Nein, das scheint das letzte Level zu sein, das hier. Ja. Das heißt, morgen in der nächsten Folge ist dann das letzte Level dran. Und mal schauen, ob wir uns da auch so gut schlagen werden. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.